Hallo, ich bin Dina Kalpin mit einem wöchentlichen Video-Digest zum Skyway-Projekt. Diese Ausgabe bringen wir von zu Hause, um die Quarantäne weltweit zu unterstützen. In Zukunft filmen wir wieder im Studio. Heute richten Sie sich bequem ein. Wir verbringen diese Zeit in einer häuslichen Atmosphäre. Wir berichten heute um Folgendes. Die Skyway-Produktion bekam die zweite Maschine von Okuma aus Japan. Mikhail Kiritschenko sprach mit Hussein al-Mahmoudi über das Skyway-Projekt in Sharjah. Anatoly Junitsky antwortete auf die Fragen zu Coronavirus und zur Baustelle in Sharjah. Skyway-Produktion nahm ein Präzisionsbearbeitungszentrum der japanischen Firma Okuma in Betrieb. Die Maschine produziert komplizierte Teile auf der Grundlage der 3D-Modelle. Vadim Karbowitz, Meister des Metallbearbeitungsbereichs, äußert seine Meinung über die neue Maschine. Dies ist das zweite Bearbeitungszentrum von Okuma für die Skyway-Produktion, so Vadim Karbowitz. Die erste Maschine nahm man im November 2019 in Betrieb. Später erwarten wir zwei weitere Bearbeitungszentren. Dies dient der Erweiterung des Metallbearbeitungsbereichs. Neue Maschinen sind nötig, um die Produktion des schienengebundenen Seilverkehrs auf künftige Aufträge von adressierten Projekten vorzubereiten. Mikhail Kiritschenko interviewte Hussein al-Mahmoudi, den Geschäftsführer des Forschungs- und Technologieparks in Sharjah. Herr Hussein al-Mahmoudi informierte über den Baufortgang des schienengebundenen Seilverkehrs in Sharjah. Er betonte, dass Skyway zu einem sehr wichtigen Projekt des Forschungs- und Technologieparks gehört. Wir erinnern daran, dass man im Forschungs- und Technologiepark von Sharjah ein Skyway-Testzentrum baut mit Verkehrsstraßen für Passagiere und Fracht. Das vollständige Interview mit Hussein al-Mahmoudi findet sich unter dem Link bei der Beschreibung zu diesem Video. Anatoly Junitsky, der Skyway-Begründer, antwortete auf die Fragen von Mikhail Kiritschenko zu Coronavirus und zu Bauarbeiten in Sharjah. Der Ingenieur erklärte rigoros, die Pandemie hebt das Skyway-Projekt nicht auf. Der Konstrukteur betonte, dass die Arbeit nach Plan läuft. Als nächstes diskutierte man den Bauverzug der zweiten Trasse in Sharjah. Es stellte sich heraus, dass in den VAE die europäischen Baunormen gelten. Sie sind viel strenger. So mussten die Skyway-Fachleute die Konstruktion mit Tragwerk neu berechnen und neue Baugruppen bestellen. Heute stellt man die restlichen Träger gemäß dem Plan auf. Darüber hinaus informierte Anatoly Junitsky über eine geplante Trasse für hängenden Betrieb mit Spannweiten von mehr als 100 Metern. Dort werden 50 Tonnen schwere Fahrzeuge fahren. Das vollständige Interview mit dem Skyway-Begründer finden Sie in der Beschreibung zu diesem Video. Das waren die Nachrichten dieser Woche. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die weiteren Nachrichten nicht zu versäumen. Bleiben Sie zu Hause und genießen Sie die Zeit. Übrigens können Sie von zu Hause einen virtuellen Spaziergang durch den sommerlichen Ecotechnopark im 360-Grad-Format unternehmen. Außerdem bieten wir Ihnen eine neue Skyway-Präsentation. Die Links dazu finden sich unter diesem Video. Alles Gute und auf Wiedersehen!